Jokes von Manea. Ich will dir ein Angebot machen, Amico. Over. Gut, Ragtime, Genia. Genedi hat dich vor... Was? Okay. Gut, wo wollen wir denn hin? Was bist du denn, Manea? Was bist du? Rebellenabwürfe. Ach, da muss ich die... Okay. Vorposten befreit. Durch die Größe der ständige wachsende Armee von Medici wurde Lager- und Betankungsanlagen wie Guardian Alpha 1 eine schlichte Notwendigkeit. Okay, wir gehen hier. Will ich das machen? Ja, komm, wir machen mal ein bisschen Sightseeing-Tour, Manea-Tour. Okay, das sieht noch... Jo. Oh! Ja, ja, warte mal schnell. Behalt den Text im Kopf. Befreit, meine Freunde. Die verhasste die Ravello-Miliz, kurz DRM, wurde aus der Stadt gejagt. Vive la Revolution, mi fratres e sorores. Ich weiß nicht. Rico, diese Wingsuit-Kurse sind der Hammer. Dabei lernst du richtig fliegen, Aquila. Ja, das brauchen wir jetzt auch, ehrlich gesagt. Nein! Nein, ich wollte auf der Plattform landen. Eigentlich. So. Okay, das machen wir. Wird sicher lustig. Zahnräder müssen wir... Na, Zahnräder... Na, halt diese Dinger da müssen wir halt... Wie kannst du? Speed. Wie kann der Speed machen? Sag mir das. Flieg mit dem Wing durch die Ringe, um Punkte zu sammeln. Wenn du durch rote Ringe oder im Tiefflug fliegst, bekommst du zusätzliche Punkte. Oh, ich würde mal das annehmen, ne? Wäre mal praktisch. Oh nee, Leertaste musst du drücken. Ich habe die Steuerung noch nicht ganz drin. So, ja. Okay. Ach, da steht... Wo hat er sich festgehalten? Kann kein Mensch einfach so auf das Ding stehen. Ah, beim Fenster. Ja. Oh, shit. Aua. Ja. Ich musste recht üben, hey. Ja, ja, nee, das machen wir nochmal. Na, wiederholen, weil, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bin wirklich noch flugtechnischer Noob. Wäre echt cool, wenn hier ein kleines Tutorial geben würde. Achso, das machst du ja schon. Bam. Alter, ist das schwer, hey. Alter, ist das schwer. Das ist ja echt schwer. Okay. Einen kleinen Beschreib, wie was wo, ne? Nicht? Ja, gut. Nun ja, okay. Ja. Nicht hastig, sondern schön ruhig, ne? Ihr wisst schon. Alter! Alter! Hallo, wieso ist es denn...
Wie kommst du denn da ein bisschen mit dem Tempo oder bei der Höhe wieder auf Touren, dass du... Na, das verstehe ich nicht. Nochmal. Nochmal. Sind ja erst 4 Minuten erst rum. Ich habe also noch Zeit. Mit Leertaste springst du. Wo bist du? Wo ist der Haken? P hat ihn. Großer Ring. Ach Mann, oh. Der Tunnel, der ist extrem beschissen. Alter, wie soll ich bitte tun? Nee, ohne Spaß. So. Das ist echt schwer, hier durch den Tunnel zu kommen. Bis zum Tunnel wäre ja... Ich kann ja auch neben dem Tunnel durch, ne? Nee, ich muss... Oh ne, ich kann... Ich gehe neben dem Tunnel durch. Einfach. Oh nein! Es geht auch noch baden. Uff. Leute! Das ist echt nicht einfach. Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm vor. Da. So schön wie der will ich auch fliegen. Also möglich ist es schon. Für mich nicht, aber es ist schon möglich. Aber für mich nicht. Nö. Gut, wir machen das mal ein anderes Mal. Ach nee, jetzt bin ich hier. Ach nein! Da wurde gelandet. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nochmal... Ich kapier's nicht, wie du... Warm, genau. Oh ja. Hey. Der Wagen ist frisch poliert. Ach komm jetzt, so schön ist der Wagen auch nicht. Komm, gib Gas, Mann. Warten Sie, ich brauche meine Gürteltasche. Ach, Gürteltasche, dann nimm deine Gürteltasche raus. Ja, dann nimmst du ja halt nicht raus. Ne? Schöner Wagen ist ja nicht. Wow. Okay. Ich sage ja, das Fahren... Wow. Das Fahren ist nicht ganz so einfach. Ups. So, jetzt machen wir mal wieder... Was war denn das jetzt? Drifting. Okay. Kannst du mir mal sagen? Entschuldigung. Ich möchte gerne schon mal dahin. Okay. Das Navigerät, das ist auch cool. Da haben sie, glaube ich, von der Crew. Bei der Crew ist es auch, glaube ich, auch so. Ne, das ist ja dreidimensional. Aber ist trotzdem cool. Ich find das Navigerät so... Ich will nicht driften. Ich kann das nicht. Konnte ich schon früher nicht. Oh, jetzt. Das war die beste Idee des Tages. Meinst du? Nee, ich wollte eigentlich das... Verdammt. Ich wollte eigentlich das Auto in die Garage mal bringen, dass wir das auch mal sehen. Mann, Spielverderber, Mensch. Nee, ich hab gem... Oh ja. Oh ja. Nee, warte jetzt. Wieso hilft mir denn niemand?
Ach komm, jetzt tu nicht so. Naja, gut, die Farbe hätte besser sein können. Ups. Rico, eine Limousine ist unterwegs, um einen Kollaborateur abzuholen. Der Satz allein ist eine Ohrfeige für jeden Patrioten. Entführ die Limousine und hol dir den Verräter, damit wir ihn unauffällig entsorgen können. Nein. Musst du auch nicht. Und jetzt holen wir diesen Bastardo ab. Kein Gefecht unterwegs. Sonst haben sie dich. Ja, wo muss ich? Wo muss ich hin, liebe Kollegin? Abholen, dahin. So. Wo bist denn du hingefahren? Sag mal. Bist du total in die verkehrte Richtung gefahren, lieber Kollege? Zu kehren, wenn das Auto nicht kaputt gehen darf, ist es mühsam. So, ordentlich fahren hat's geheißen. Was ich nicht kann. Da ist er doch schon durch. Was machst denn du da einfach am Straßenrand? Das, ups, steig ein. Nein. Das ist geil, du musst gar nicht auf der Taste bleiben, um Gas zu geben, sondern kannst auch. So. Rico, wir müssen diesen Informanten ausschalten, ohne dass die Armee etwas merkt. Es muss wie ein Unfall aussehen. Zerstör das Fahrzeug, aber geh dabei nicht selbst drauf. Na, ich weiß schon wie. Fahrer, zum Haus meiner Geliebten. Beeilung. So. Natürlich. Arbeit, Rico. Ein Kollaborateur weniger und unsere Spione sind in Sicherheit. Entschuldigung. Kannst du echt viel machen. Also viel Challenge. Ja, ist gut. Seht mal, Batman! Ich muss ja eigentlich... Wo gehe ich hin? Hä? Wieso muss ich jetzt... Okay. Mit dem Landen habe ich es echt nicht. Ach komm jetzt, jetzt musst du auch noch runter. So. Jetzt. Darüber. Okay, ich glaube, in der Folge haben wir noch nichts wirklich in die Luft gesprengt, außer einem Auto. Zwei Autos. Und was mache ich hier? Mission starten. Okay. Rico, ja, ist. Du hast es geschafft! Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Hey,
Hä? Ich hab gemeint. Ja. Jetzt brauche ich erstmal ein Auto. 1, okay, ich merke schon das Haupt. Mach schon, Rico. Ja, Mann. Hättest du ja ein Auto hier hinstellen können. Sind eure Garagen alle an den Docks? Nein, ein paar sind mitten in der Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Jo. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Das willst du gar nicht wissen. Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Finde er selbst raus. Okay. Nice, Konter. Nice, Mario. Ich kann jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Ja. Das hast du erkannt. Sag mal, wo ist denn das? Hallo? Bist du gar nicht hier? Nein. Ach, ja. Oh! Das ruft nach neuen... Kannst auch nicht wirklich steigen oder so. Ach komm jetzt. Also in der Mission funktioniert das Dings nicht. Gut. Lassen wir die Diskussion. Warte, du willst, dass ich dir diesen Roller bringe? Warum? Ah, hallo, ist Italiener. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Deine Karte hilft dir, meine Garagen zu finden. Hopp, hopp. Hopp, hopp, mein Lieber. Hopp, hopp. Was? Wähle mal näher aus und dann wähle ich aus. Und dann wähle Wegpunkt auf Garage. Ah. Ah. Perfekt, schalte jetzt das Funkgerät aus. Ach, das ist das Funkgerät, was ich hier offen habe. Was für ein cooles Funkgerät hat denn der? Hatte ich Warum vor einer Minute besiegt. Serienkiller, was? Ich versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Aber warum brauchst du diesen Roller? Ach komm, diskutieren, ich bring ihn ja einfach. Erinnerst du dich an die kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem? Wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad. Schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht. Meinte, sie wäre fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Mario, deine Haare sind fettig. Wie profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle? Denk nach, Rico. Ich nehme den Roller, zerlege ihn, die Jungs bauen daraus mehr Motorräder und alle bekommen welche. Es gibt nur Gewinner, außer Dracona. Aber genau darum geht es ja. Okay. Aber trotzdem, deine Haare sind fettig. Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als dieser Roller? Rico. Ja, und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum nicht? Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen. Aha. Bei mir ist gerade der... Wow! Sag mal. Funktioniert.
Kann also auch Unschuldige erschießen. Kollege? Haut's noch? Okay. Das war ich jetzt aber nicht, ne? Nur, dass wir uns verstehen. Also an die Lenkung muss ich mich... echt noch gewöhnen. Ah! Hui! Oh, cool. Willkommen zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. Ah! Genau, ich habe sie nicht gelegt, aber ja, ist okay. 69er Stria Susurro. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschalten und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Ja, ich habe einen Roller. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Ja. Geduld, Rico. Ich habe doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Halte er. Schnapp dir einfach ein paar von den Signalleuchten dort. Halte er. Und jetzt? Halte er. Ah, okay. Und? Hast du sie? Jo. Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich auch nicht. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellenabwurf-App aus, was du brauchst. Rebellenabwurf-App. Rebellenabwurf-App. Okay. Danke. Okay, was brauche ich? Wähle die Fahrzeugkategorie aus. Oh. Finde den Ebus Ega im Helikopterreiter. Ach nö, wieso wo? Ebus, okay. Füge jetzt deine Abwurfliste zwei doppelgeführte Einhandwaffen. Doppelgeführte Einhandwaffen. Ja, hallo. Was ist denn Kadenz, Mensch? Stabilität, Kapazität. Oh. Schaden. Ja, die macht schon am meisten Schaden. Capstone füllt eine interessante Lücke bei den MPs. Denn sie verfügt über ein größeres Kaliber bei geringerer Schussfrequenz. Mit anderen Worten, mehr Bums auf Kosten der Geschwindigkeit. Okay. Wo habe ich denn die Geschwindigkeit? Die MP Wright von Capstone hat ein kompaktes Bullpup-Design, ein integrierter Reflexvisier und ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Außerdem sieht sie cool aus und das ist ja auch nicht unwichtig. Gut. Füge jetzt deine Abwurfliste zwei doppelgeführte Einhandwaffen und ein Zweihandwaffen. Schrottflinte, Maschinengewehr, Sturmgewehr möchte ich. Jo, die da. Warum auch immer. Fertig, fordere jetzt deinen Rebellenabwurf mit Z an. Z. Ja, du kriegst den Helikopter, also wirf die Signalleuchte zu einer Stelle, an der genug Platz zum Starten und Landen ist. Dahin. Und er landet genau bei den Signalleuchten? Ich würde mal sagen, naja, fast. Und voilà! Nicht schlecht, Mario. Darauf aber kannst du wetten. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los. Okay. Mission abgeschlossen und hiermit gab's halt relativ wenig Wumms-Bums und weiß ich was. Aber kann ja auch mal eine ruhige Folge sein, nicht wahr? Muss ja nicht immer actionreich sein. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.